2, 3. Sehr schön. Ja, was wir heute machen wollen, ist im Prinzip einen kleinen Brückenschlag. Wir haben nämlich an der TU Ilmenau eine Lehrveranstaltung, die jetzt 10-jähriges Jubiläum hat. Die heißt Digitale Kommunikation in Organisationen und ist im Prinzip ein Stück weit ein Brückenschlag zu dem Thema, was wir hier auf der Konferenz verfolgen, also organisatorische Organizational Learning Konzepte. Und das, sage ich mal, vermitteln wir in zweierlei Hinsicht, einmal aus Uni-Sicht, wo wir natürlich eine lernende Organisation sind und den Studierenden irgendwas vermitteln wollen. Und zum anderen, weil wir ja so ein Praxisprojekte machen, aus Unternehmenssicht, wo wir in lernende Organisationen hineingehen und die unterstützen. Ja, jetzt sehe ich hier schon das nächste Slide. 10 Jahre ist eine lange Zeit, und als wir die Folien erstellt haben, habe ich ehrlich gesagt richtig einen Schreck bekommen, weil 10 Jahre... Und angeblich ist das ja ein so hochinnovatives Thema, was wir da bearbeiten. Und 10 Jahre, es war irgendwie so, hat sich komisch angefühlt, aber es ist aktuell, aktueller denn je, weil jetzt diese ganzen Geschichten, Digitalisierung und Transformationsprozesse in den Unternehmen, lässt dieses Thema jetzt eigentlich erst ankommen. Und ich glaube, vor 10 Jahren waren wir so richtig innovativ und ganz vorn dran. Und mittlerweile, haben wir ja auch gestern auch von Björn gelernt, ist das also wirklich so ein Theaterstück in 4 Akten, wo wir, sag ich mal, der Veranstaltung irgendwo zwischen Akt 1 und 3 pendeln, je nach Unternehmen. Ja, 10 Jahre DigiCo, die Präsentation haben wir überdies mit so modernen Medien erstellt, wie wir hier auch die Veranstaltung dokumentieren, also Live-Editing über viele Lokationen an einem Dokument, so haben wir das gebastelt. Ja, 10 Jahre DigiCo in der Bilanz, das sind also 200 Studenten, die wir so ungefähr ausgebildet haben und das Thema Collaboration näher gebracht haben und Konzepte, wie man sowas in eine Organisation bringt. Umgerechnet ungefähr 600 Stunden, die wir da Lehre vollführt haben. Und das ist war sogar noch ein bisschen mehr. Ja, und das Spannende, also wir haben 25 oder sogar auch ein bisschen mehr reale Kundenprojekte mit abgewickelt. Also wir haben das, was wir in der Lehre vermitteln, direkt in praktischen Projekten umgesetzt. Und was wir heute machen, ist so ein Stück weit Bilanz. Wir erklären ganz kurz, wie wir das Seminar aufbauen, was die Inhalte sind und natürlich auch so ein Stück weit Lessons learned, was sind so die Key Facts, die wir aus diesen 10 Jahren mitgenommen haben. Ja, ich hatte es schon gesagt, das Spannende an der Lehrveranstaltung ist im Prinzip, dass wir mit tatsächlichen Kunden oder Unternehmen zusammenarbeiten und denen helfen, sage ich mal, die neue Art des Arbeitens, kollaborative Zusammenarbeit, also umzusetzen. Und das Spannende an der Folie ist jetzt nicht, wie viele oder welche das sind, aber wenn wir mal gucken, das sind also von ganz großen Unternehmen. Wir hatten gestern, glaube ich, die Diskussion, ab welcher Größenordnung ist denn so eine Plattform interessant, bis hin wirklich zu Mittelstandsunternehmen wie eine Treureal, die so Asset Management machen, oder eben die großen wie eine BWI. Aber wir sehen da auch Namen wie die IBM und einige davon sind eben auch schon Wiederholungstäter. Also wir haben manche von den Auftraggebern, die jetzt das dritte Mal dabei sind, aktuell die Fiducia. Also eine ganze Liste, und das ist das Spannende für die Studierenden, eben auch in echte Unternehmen einen Einblick zu bekommen, in die tatsächlichen, sag ich mal, Hürden, sei es kultureller Art, aber auch technologischer Art und auch im Handling. Wie kommuniziere ich, wie sind die Prioritäten? Ja, so. Kommen wir mal ein bisschen zu dem Thema, wie ist das ganze Seminar aufgebaut oder wie haben wir uns das entwickelt? Achso, vielleicht noch ein Punkt, das müssen wir noch erzählen ganz kurz, nämlich fällt mir gerade ein, wie das entstanden ist. Also vor 10 oder 11 Jahren war das nämlich so, da hat mich der Professor Jantke in Leipzig angesprochen und gesagt, Mensch, Herr Karge, wollen Sie nicht mal einen Gastvortrag halten? Und da ging das Thema gerade Arbeitsplatz der Zukunft irgendwie los und Connections war ganz neu und hatten natürlich alle tolle Ideen. Und der hat damals an der TU Ilmenau gelehrt und ich dachte so, wow, toll, der Ort, wo ich mal studiert habe, jetzt mal so mit vertauschten Rollen als Giveback, das mache ich gern. Und es ist gut gelaufen, wurde ich nochmal eingeladen und dann bin ich irgendwie mit
Marcel zusammengekommen und der hatte damals also das Thema Learning, Lifetime Learning, Learning Plattform auf der Agenda. Genau, ja. Ja, jetzt sag du mal, wie das für dich war. Für mich war das so, dass Professor Jahnke mir damals meine Diplomarbeit betreut hat, zusammen mit einem Kollegen, Thomas. Und dann kam der Ingo daher und meinte so, ja, ich bin hier von IBM, ich mache hier so ein bisschen Connections. Und ich dachte, okay, kann das was bringen? Das ist ja nur eine Tool-Lösung, es gibt so viele auf dem Markt. Dann haben wir gedacht, wir probieren es einfach mal aus. Und es stand damals im Raum, in dem Curriculum eine Neuerung reinzubringen, eine Berufsfeldorientierung, wo die Studenten gleich im Studium gucken können, das wäre eine Richtung, wo sie hingehen können. Und dann haben wir das durch die Gremien gebracht, haben Modularinhalte entwickelt und alles Mögliche, was man so tun muss an der Uni, um ein Curriculum zu verändern. Und dann haben wir das als Anwendungsbereich mit reingebracht und seit 2008 ist es halt, ja, stößt auf Begeisterung von allen Seiten, von den Studierenden, von den Lehrkräften, von den Studierenden, die zu Lehrkräften werden, werden wir gleich noch erfahren. Das ist ganz, ganz spannend, die Idee, und die auch teilweise ins Praktikum dann in die Unternehmen gehen. Also das war meine Perspektive. Es war ein Experiment und es hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber es ist auch weiterhin ein Experiment, finde ich, an vielen Stellen. Genau, das ist eines unserer Fazits am Ende. Also es geht immer, weil es ist ein dynamischer Prozess. Wir schrauben jedes Jahr an dem Seminar rum und verändern immer Dinge. Die Tools ändern sich, auch die Vorgehensweise, aber dazu mehr. Vielleicht gucken wir erstmal ganz kurz rein, wie wir das generell aufbauen. Im Prinzip ist es so, dass wir immer eine Veranstaltung über zwei Semester gehen, also ein Jahr lang. Das ist genug Zeit, um mit den Kunden intensiv zu arbeiten und tatsächliche Probleme, also Aufgabenstellungen aufzunehmen, zu analysieren und darum die Lösungskonzepte zu bauen. Also wir gehen nicht hin und sagen, hier ist Connections und ihr könnt ein bisschen bloggen und Wiki und so machen, sondern wir analysieren Problemfelder, Probleme im Arbeitsprozess, im Arbeitsablauf, und die versuchen wir dann mit den vorhandenen Toolsets, und die sind bei den Kunden auch unterschiedlich, das muss nicht zwangsläufig Connection sein, um zu ändern. Wie machen wir das selbst? Also zwei Semester, und wir nutzen dazu im Prinzip natürlich eine Plattform, ohne die geht das nicht, weil wir haben ja verschiedene Parteien, also die drei Kunden, wir haben unsere Seminarveranstaltung, ich bin nur sehr punktuell vor Ort, wir brauchen also eine Plattform, über die wir uns austauschen, und die wird uns, das steht hier ganz links, über das UCT, also das University Competence Center in Koblenz gestellt. Das ist, die betreiben einen Connections, was so ein bisschen von der GIS angepasst ist und von der IBM supported wird. Und auf diesen Uni Connect, so heißt die Plattform, sind mittlerweile über 30 Universitäten vernetzt, sind Kunden vernetzt. Und diese Plattform kann im Prinzip von jeder Einrichtung, die Lehre und Forschung durchführt, umsetzt, kann die genutzt werden. Und wir laden alle dazu ein, das zu nutzen, weil es eine tolle Sache. Die Uni Koblenz macht auch ganz viel Basisforschung darum und wir haben also auch ganz viele Ergebnisse. Okay, und unsere ganze Seminar- und Projektarbeit mit den Kunden, aber auch unsere interne Seminararbeit und Organisation erfolgt ausschließlich auf dieser Plattform. Das heißt, Aufgabenbereitstellung, Aufgabenvergabe, Monitoren, das Verfolgen, die Projektkommunikation, passiert alles da. Okay, wir sehen das hier, also hier, das sind wir auf dem linken Bereich, der gelbe Kasten ist im Prinzip die ganze Uni Connect Plattform. Dann haben wir als TU Ilmenau haben im Prinzip einen getrennten Bereich für uns. Das ist der technische Teil, sage ich mal, und die blauen Kästen, das ist jetzt organisatorisch. Ich bin im Moment für die Lehrveranstaltung verantwortlich. Wir haben zwei tapfere Helfer, den Alex und die Adelheid, die im Prinzip die Seminarleitung vor Ort machen. Und dann haben wir unsere drei Gruppen, also die steht da Seminargruppe A, B, C, sind unsere Projektgruppen, die jeweils einen Vertreter, das heißt, das sind dann die Unternehmen, Projekt A, B, C, und die außerhalb der IBM, der Universität stehen, mit vertratet sind. Wie gesagt, das alles auf der Plattform. Und die Unternehmen dann selbst haben natürlich ihre Prozesslinien, Management, Betriebsrat, die dann irgendwo auch eine Rolle mitspielen. Genau, der letzte Punkt, dann darf Marcel weitermachen, das ist unser berühmtes DigiCo-Haus. Da sehen wir nämlich die beteiligten Fraktionen nochmal oben, die TU Ilmenau als Dach, als Lehre, Forschungspool. Ganz unten drunter die IBM und die GIS, die die technische Plattform bereitstellen.
links die Studierenden, die eine praxisorientierte Ausbildung suchen, rechts die Unternehmen, die reale Aufgabenstellungen innerhalb ihres Digitalisierungsprozesses haben, und die Schnittmenge ist genau unser DigiCo, also so eine Win-Win-Win-Umgebung. Ja, besser geht's eigentlich nicht. Und jetzt darf der Marcel mal ganz kurz noch die Inhalte im Seminar. Genau, bevor ich an die beiden übergebe, dass sie mal ein Fallbeispiel bringen, auch damit es noch ein bisschen plastischer wird, noch ganz kurz was zum Seminaraufbau. Ingo hat es angedeutet, geht über 2 Semester. Es gibt mehrere Studiengänge, die beteiligt sind. Angewandte Medienwissenschaft habe ich sogar selbst studiert. Da kommen die ganzen Bachelor vorrangig her. Dann haben wir die Masterstudierenden Medien- und Kommunikationswissenschaft. Und es gibt auch immer mal wieder die sogenannten kleinen Exoten, die MTler, die uns auch helfen bei der medientechnologischen Umsetzung lang. Ne? Das ist so das Säulenmodell an der Uni. Wir haben da im Wintersemester 2 Phasen, die Analysephase. Dort müssen die Studierenden sich am Anfang natürlich erstmal mit UniConnect vertraut machen. Ja, also das ist auch bei den Digital Natives so, dass sie natürlich erstmal reinkommen müssen und sich die Plattform anschauen müssen. Was ist überhaupt Social Collaboration? Wie kann ich das nutzen auf UniConnect? Dann findet eine kleine Tool-Analyse statt. Man schaut sich auch die Literatur an, die dahinter steht. Und dann wird ein erstes Grobkonzept entwickelt und auch kleine Kurzvideos. Die werdet ihr sehen, wenn ihr bei im Netz mal googelt nach DigiCo, werdet ihr auch einen Vimeo-Link finden, wo auch ein paar schöne Videos schon zu finden sind von den Studierenden aus den letzten Jahren. Die Master dagegen machen begleitende Experteninterviews, um herauszufinden bei dem Unternehmen, bei dem Auftraggeber natürlich, wo drückt der Schuh, wie können wir vielleicht mit der Plattform oder auch mit anderen Tools hier helfen, um den Use Case, den die Unternehmen haben, besser anzubringen und auch zu optimieren. Dann kommt das Sommersemester, da wird das Grobkonzept, was erarbeitet wurde, nochmal verfeinert, mit Literatur nochmal unterwandert, dann wird wirklich eine kleine Umfrage durchgeführt unter den Mitarbeitern im Unternehmen und auch nochmal ein bisschen quantitativ erhoben, was man vorher sozusagen über kleine Interviews nur herausgefunden hat. Und letztlich kommt es dann in das konkrete Feinkonzept, in die Ausarbeitung der Befragung und, wenn es richtig gut läuft, können die Studis dann gleich mit der Umsetzung beginnen. Erste kleine Trainings durchführen bei den Kollegen und Kolleginnen oder vielleicht sogar ins Praktikum gehen etc. pp. Ist alles schon vorgekommen und ich glaube, das ist bei allen auch ganz gut angekommen bisher. Es gibt sowas wie eine tutorielle Begleitung auch. Es gibt eine aktive Zusammenarbeit und, wie es Ingo schon gesagt hat, Austausch auf UniConnect hauptsächlich und auch auf einem anderen Tool, das werden wir aber später zeigen. Der Schwerpunkt, den wir im Feinkonzept haben, da wird es ein ganz klein wenig theoretisch jetzt, weil ich finde es wichtig, dass wir da auch reinbringen, was machen die Studis da eigentlich inhaltlich. Sie entwickeln wirklich Lernziele für ihre didaktischen Feinkonzepte, die sie planen. Das geht richtig zurück auf Blum'sche Lernzieltaxonomie. Die wurde dann 2001 angepasst auf digitale Medien nach Gradwohl und Andersen. Und dann werden wirklich auch Lernziele nach dem Leitsatz formuliert, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden in der Lage sein oder lernen, mit dem Tool umzugehen, mit der Plattform die Mehrwerte zu erkennen und so weiter. Und da stehen dahinter die Wissensdimensionen, die Blum da entwickelt hat, und auch die Erkenntnisdimensionen. Und wenn man sich das mal als Beispiel anguckt, um nicht zu lang auf der Theorie zu bleiben, dann könnte ein Beispiel für das Seminar zum Beispiel lauten, die Studierenden werden in der Lage sein, ein Basis- und Überblickswissen über Social Enterprise Collaboration darzulegen und zu erklären. Da steckt also einerseits dieses Nomen drin, Basis- und Überblickswissen. Das basiert auf Faktenwissen und begrifflichem Wissen, wie es Gradwohl und Andersen definiert haben nach Blum. Und es gibt das Verb dahinter, darlegen und erklären. Da steht dann wirklich das Aktivverb, die Prozessdimension, erinnern und verstehen dahinter. Es wird auch sowas wie erschaffen kommen, wenn die Studierenden Medienproduktion betreiben und Videos erstellen, dann gehen sie auch auf die Ebene des Erschaffens beispielsweise. Aber es ist also auf jeden Fall didaktisch auch unterfüttert und landet letztlich in so einem Planungsraster. Dort werden die Lehr- und Lerninhalte beschrieben, die bei der Einführung eines solchen Collaboration-Tools berücksichtigt werden sollen. Die Lernziele wandern damit rein und man entwickelt wirklich für 3 bis 6 Monate nach dem Konzept, wenn es bereitsteht für das Unternehmen, zusammen mit dem Unternehmen ein fertiges Konzept, was sie direkt durchführen können. Wird nicht immer durchgeführt, landet auch mal in der Schublade, kommt auch vor, aber in den meisten Fällen ist es vorgekommen, dass sie wirklich mit den Studierenden dann weitergearbeitet haben und das Konzept quasi in die Umsetzung gebracht haben. Das so als kleiner Enabler. Ja, um das mal ganz kurz zu zeigen, wie das auf DigiCo aussieht, haben wir die Plattform mal geöffnet. Ich hoffe, ich habe sie jetzt hier. Ja, hier ist sie. Das kommt später noch.
So sieht das aus, klassische IBM Connections Plattform, etwas angepasst. Und wenn man sich mal so eine Beispiel-Community anschaut, gestern ging es um Shardle, wir haben mal hier die interne Shardle-Community einfach als Beispiel mal aufgeführt. Die ist so ein bisschen angepasst, mit dem Logo natürlich, dann wird da so ein bisschen mit Icons gearbeitet. Die Studierenden und die Auftraggeber sind da quasi mit im Boot, können sich das anschauen, man tauscht sich darüber aus. Und dann gibt es meistens ein gemeinsames Wiki, in dem wird dann sozusagen Übersicht Wintersemester, Sommersemester, alles an Dokumenten, an kleinen Wikis, Seiten, an erstellten Videos verlinkt als Übersicht, sodass man sich dann durchklicken kann und auch immer die Übersicht behält, wo muss ich jetzt hin. Das als Beispiel. Wenn das spannend ist und wir da näher reingehen, gibt es noch ganz viel zu zeigen. Wir würden das dann als Barcamp-Session vielleicht nochmal anbieten, wenn das interessiert, dass wir uns die verschiedenen Tools einfach mal in Ruhe angucken und auch diskutieren können. Genau, insbesondere auch der Workspace, genau, der jetzt als WhatsApp-Ersatz sozusagen auch ein bisschen dient für das Seminar, dass man neben der Community auch sich recht schnell mal austauschen kann, wie zum Beispiel die Abfahrt morgen verzögert sich um 5 Minuten oder so, ne? Dann sind alle Studis plötzlich informiert. Das würden sie über die Community nicht so schnell erfahren. Das geht dann eben über so einen Workspace, ja, wie es bei Slack auch gewohnt ist oder bei anderen Tools. So, jetzt kommen wir zum Fallbeispiel. Ihr erklärt uns am Beispiel Symrise mal so ein bisschen, wie das Seminar im Detail aufgebaut ist. Genau, danke schön. Also erstmal Symrise, was ist das? Symrise befindet sich in euren Joghurts, in eurer Milch, in euren Hundefutter, überall ein bisschen. Und zwar handelt es sich hier um ein Geschmacks- und Geruchsunternehmen, also Herstellerunternehmen. Das war ein Beispiel von letztes Jahr und ich gehe jetzt erstmal auf die Sicht der Bachelor ein. Zuerst in der Einführung und Analysephase. Symrise, also der Fall bei Symrise, war die Community der Auszubildenden bei Symrise. Zur Erklärung, bis jetzt war es so, oder bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass die Auszubildenden einen Analog-Ordner in jeder Abteilung hatten, wo sie alle Informationen zu ihrer Ausbildung finden konnten. Wie Sie wissen, Ordner, Blätter gehen verloren, der Ordner wird mal verlegt, keine Informationen werden gefunden. Also haben die angefangen, diesen Ordner digital anzulegen auf eine Connections-Plattform in Form eines Wiki, wo alle relevanten Informationen verlinkt werden. Dazu wurde dann ein Video erstellt. Das wurde dann in der Ideenfindung und Produktionsphase gemacht. Es diente zur Motivation von zukünftigen Auszubildenden und da die Zielgruppe natürlich ein bisschen jüngere Menschen waren, wurde das Ganze ein bisschen im Emoji-Stil gemacht, um wirklich dieses Jugendliche reinzubringen für die ganzen neuen Auszubildenden. Können wir jetzt machen? Genau, nee, hier nicht. Das ist Alex. Alex hat eine kaufmännische Lehre bei Symrise angefangen. Alex kennt sich allerdings noch nicht so gut aus und will daher den Umgang mit Symportal lernen. Bei Symportal handelt es sich um ein Social Collaboration Tool, das die effektive Zusammenarbeit der Mitarbeiter im Unternehmen verbessert. Damit können sich alle Mitarbeiter von Symrise miteinander vernetzen. Symportal kannst du als deinen digitalen Arbeitsplatz sehen. Hier kannst du auch deine persönlichen Dateien abspeichern, sodass sie dir überall und jederzeit zur Verfügung stehen. Symportal beinhaltet viele verschiedene Communities. Von einer Global Community bis hin zu den einzelnen Communities der verschiedenen Abteilungen. Für dich als Auszubildender ist allerdings die Community SimTrainee. Davon können wir dann auch den restlichen Teil dann weiter zeigen im Barcamp-Session. So, gut, dann erst mal weiter. Also das war das erste Video, was im Wintersemester produziert wurde.
Und dann kommen wir jetzt schon zum Sommersemester, zur Konzeptionsphase. Und da war die Überlegung, okay, es reicht nicht nur, die Auszubildenden zu motivieren, man muss natürlich auch die Ausbilder selbst motivieren, weil die sind dann die, die am längsten auch da bleiben und die konstant für die Auszubildenden da sind. Also wurde dann prompt auch noch ein Motivationsvideo für Ausbilder gemacht, immer noch im schicken Designstil, jedoch hier ein bisschen, sag ich mal, erwachsener, wenn man das so sagen kann. Und dann zuletzt, um die ganze Umsetzungsphase zu Ende zu machen, wurden dann Schulungsmaßnahmen realisiert, wie zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen, die begleitend zu Workshop-Phasen im Unternehmen dann gemacht worden wurden für die Auszubildenden. Und es wurden auch die Auszubildenden als Community Manager ausgebildet. Anhand von einem ganz simplen geschriebenen Leitfaden zum Community Manager, welches an den Leitfaden von Bosch angelehnt war. Genau, das waren erstmal die Maßnahmen von den Bachelors und jetzt erzählt Alex weiter. Vielen Dank, Adelheid. Genau, wir haben gerade gesehen, welche Sachen alles die Bachelorinnen erstellt haben. Eine Menge Videos und Unterlagen. Und dafür brauchen sie Informationen. Die Frage ist, wo kommen die her? Und dafür kommen die Master ins Spiel. Die Master beginnen mit einer Literaturanalyse. Dazu werden aktuell zum Glück sehr viel wissenschaftliche Literatur verwendet, in der die Literatur aufgearbeitet wird, in ein Wiki, was übersichtlich gemacht wird. Und man sieht dann Schritt für Schritt, wie dann die Bacheloranden sich die Informationen rausholen können. Das ist getaggt, das ist sauber aufgebaut mit Grafiken und Schaubildern. Aktuell wird sehr viel wissenschaftliche Literatur verwendet. In den vergangenen Jahren war das leider nicht so ganz der Fall, weil damals die Literatur noch nicht erwachsen genug war. Von daher, damals haben wir ja auf Blogs zurückgegriffen und ähnliche Sachen oder Motivationsbücher. Man hat genommen, was es eben gab. Aber weil jetzt die Literatur so fortgeschritten ist, greifen wir primär darauf zu und machen das Ganze verständlich für alle Bacheloranden und auch für die Masteranden. Nun, die Frage ist, was für Themen haben wir da denn so? Im Jahrgang 16-17 zum Beispiel waren es Sachen wie Reverse Mentoring, mobiles Arbeiten, zeitgemäße Erzählformen. Das sind alles Sachen, die Sie auch kennen im Bereich Digital Learning. Und das war 16-17. Natürlich 18-19 kommen nochmal aktuellere Sachen. Aber man sieht daran sehr schön, die sind wirklich am Zahn der Zeit. Wir haben hier aktuelle Themen mit aktuellen Fällen. Und ich denke, das macht das Seminar eben sehr interessant, weil wir nicht auf ein Buch zurückgreifen von 87 oder 85, wo erklärt wird, was ist ein Browser. Nun. Das war der erste Teil des ersten Semesters. Der zweite Teil wird der erste, der Daten schafft. Und zwar qualitative Experteninterviews werden geführt. Dazu werden im ersten Schritt die Masteranden mit den Vertretern von Symrise zusammengesetzt und sie finden heraus, was genau ist der Anwendungsfall. Wo müssen wir angreifen? Wo müssen wir schauen, dass wir die Infos herkriegen, damit die Bacheloranden Tools entwickeln können, damit wir eine Veränderung schaffen können. In diesem Fall gingen dann die Vertreter ins Unternehmen zurück und haben Experten geholt in Form von Azubis und Ausbildern und ein paar Managern. In anderen Fällen sind zum Beispiel nur Manager oder nur die Geschäftsführung, je nachdem, was für einen Anbindungsfall wir haben und je nachdem, welches Problem wir angehen wollen. Von daher ändert sich das je nach Fall. Parallel erstellen die Masteranden einen Fragebogen. Das heißt, sie schauen, welche Fragen können wir stellen, um die Informationen zu kriegen, damit die Bacheloranden die Tools entwickeln können. Dies wird im Seminar natürlich im Großen dann besprochen und bearbeitet und es geht einige Schleifen durch. Sobald er dann final ist, wird er dann mit den Experten durchgeführt. Die Daten werden genommen, werden nach Meiring transkribiert und ausgewertet und diese Unterlage mit den Ergebnissen wird dann die AMWler übergeben, sprich die Bachelorstudenten, der Studierenden und diese bauen daraus dann die Tools. Die ersten Tools, die noch relativ groben. Aber wir haben nur eine kleine Gruppe von Leuten angesprochen. Das reicht da eigentlich nicht aus. Wir wollen ja eigentlich wissen, was sagt die große, breite Masse? Von daher, nach einer kurzen zweiten Literaturanalyse, die nun näher an den Anwendungsfällen dran ist, werden die Ergebnisse genommen von diesen Transkriptionen nach Meiring und in einen quantitativen Fragebogen umgebaut. Sprich, wir wollen schauen, ob die Thesen, die wir vorher generiert haben, in der breiten Masse Anwendung finden und bestätigt werden können oder vielleicht widerlegt werden. Vielleicht hatten wir 5 Azubis, die eine totale Ausnahme darstellen und die restlichen 50 zeigen ein komplett anderes Bild. Von daher wird hier eine möglichst gesamte Hebung der Zielgruppe erhoben. In diesem Fall Azubis, manchmal das gesamte Unternehmen, manchmal alle Manager, manchmal nur die Geschäftsführung, wie gesagt, je nach Fall unterschiedlich.
Sobald dieser Fragebogen dann intern im Seminar besprochen wurde und abgesegnet wurde, geht das dann an die Vertreter des Unternehmens. Denn auch die haben ja eine Perspektive auf den Fall, die möglicherweise anders ist. Das heißt, hier kommen erneut Inputs hinein, der Fragebogen wird ein wenig angepasst. Und sobald das hier auch wieder steht, geht der Fragebogen intern herum. Sprich, Geschäftsführung schaut drauf. Und ganz wichtig, der Betriebsrat. Das hatten wir gestern im Barcamp als großes Thema, Betriebsrat, Datenschutz. Da verfliegen dann manche Items mal, wenn es um Sachen geht wie Alter und Geschlecht. Das wird schnell mal raussortiert seitens des Betriebsrats. Von daher wird hier dann schauen, dass man eine gemeinsame gute Lösung findet. Aber wenn man das dann früh genug macht mit dem Betriebsrat und ihn früh genug einbindet und auf einer kollegialen Augenhöhe eben mit ihm redet, schafft man es meistens, einen relativ guten Kompromiss zu finden zwischen Datenqualität und ja, Datenmangel. Nun, am Ende geht der Fragebogen zurück an die Masteranden und diese setzen den um. Das bedeutet, die Fragen, die wir haben, werden in ein Online-Tool hochgeladen, das nennt sich Questback. Da steht das ist für die Datenhebung da, man kann die Items da ausfüllen, man hat seine Skalen in verschiedenen Formen und Farben und das wird dann an die Zielgruppe verlinkt. Die Zielgruppe hat dann meistens um die 2 Wochen Zeit, je nach Fall, manchmal mehr, manchmal weniger, Sie wissen, wie das ist, Urlaubszeit, Ferienzeit, da sind die Hälfte krank, das heißt, man schiebt mal mehr, mal weniger. Sobald man dann die Ergebnisse hat, werden diese ganzen ausgewertet, das heißt, wir haben lange Präsentationsreihen, wo die Ergebnisse aus diesen quantitativen Erhebungen in die breite Masse gestreut werden. Genau, anschließend gehen diese zurück an die AMW-Studenten und diese entwickeln nun feinere Tools. Denn wir haben nicht mehr nur die Aussage von 5, 6, 10 Personen vielleicht, sondern wir haben Aussagen der möglichst Gesamterhebung, eine breite Masse. Das heißt, wir können sehr zielgerichtet genau auf die Ansprüche eingehen, die die Zielgruppe hat. Gut. Und damit würde sich das Semester, das 2. Semester der MKW-Studenten dann auch beenden. Und wir schauen uns nun den Fall an von Robinson, eine 2. Fallstudie, und das wird Marcel übernehmen. Das werde ich nicht mehr übernehmen, weil wir nur noch 1 Minute haben. Oh. Aber echt, ist kein Problem, war ja trotzdem sehr plastisch und greifbar. Vielen Dank an euch beide. Und ich würde sagen, die Robinson-Fallstudie verlegen wir in die Barcamp-Session, die Ingo und Christoph anbieten werden nachher noch, dass wir da noch ein bisschen Beispiel mehr haben. Und vielleicht gehen wir in den Abschluss. Das ist, da springe ich jetzt mal so ein klein wenig. Wenn man sich das anschaut, unser Fazit aus 10 Jahren Praxis, dann haben wir eigentlich eine Orientierung an Frau Professor Schubert und ihren Kollegen Herrn Klitsch von der Uni Koblenz-Landau, haben wir diese 5, 6 Haupt-Use-Cases identifiziert, die immer wieder auftreten. Das ist das Thema Wissensmanagement als solches, also Aktivitäten rund um Dokumentation von Erfahrung und Fachwissen. Dann haben wir die interne Unternehmenskommunikation, die ganz oft Unterstützung benötigt. Wir haben Projekt- und Meeting-Organisationen, die sehr häufig Unterstützung benötigt, auch Team-Collaboration untereinander. Wir haben sowas wie Event-Management schon oft gehabt, bei Robinson quasi wäre das jetzt mit dabei gewesen. Wir haben Expertensuche und Ansprechpartner finden, die wichtig sind. Und wir haben sowas wie Ideen- und Innovationsmanagement. Das sind so die Hauptfaktoren, die eine Rolle spielen. Und wenn wir daraus ein Lessons Learned ziehen insgesamt, dann haben wir, wenn wir uns das Paper von Garvin mal ein bisschen vornehmen, weil das war ja auch eine unserer Aufgabenstellungen von eurer Seite, dann haben wir insbesondere diese Supportive Learning Environment als Hauptpunkt. Das ist ganz klar dieser Seminarkontext, weil der ist digilog. Ja, der wird unterstützt von einer Plattform, aber er ist auch natürlich in Präsenz ganz entscheidend, auch mit den Auftraggebern. Es ist UniConnect als die Plattform, die dahinter steht und das Blended Learning Szenario erst ermöglicht. Und es sind Bildungsexpeditionen wie hier. Und da nochmal ein ganz großes Lob an Simon und das ganze Team, dass wir die Möglichkeit haben, solche Bildungsexpeditionen zu solchen Events durchzuführen, weil die unseren Tellerrandblick enorm erweitern. Und das habt ihr super auf die Beine gestellt und vielen Dank nochmal. Ja, das ist so der erste Aspekt. Der zweite Aspekt sind die konkreten Lernprozesse. Wir haben hier reale Kundenszenarien als Herausforderung und Chance. Wir entwickeln Implementierungsstrategien mit Lernzielen und Inhalten und wir haben einen permanenten Verbesserungsprozess Anpassungsprozess. Ob es immer besser ist, weiß man nicht, aber es ist ein Anpassungsprozess in diesem Seminar. Wir entwickeln das weiter und sind damit in der Schnittstelle zwischen Kommunikation und IT ganz oft. Genau, und dann sind wir bei Punkt 3. Das ist natürlich die Sache, wie wir als Seminarleitung diese Dynamik aufrechterhalten. Das machen wir, indem wir
die Studierenden und aber auch die Projektpartner zum Experimentieren einladen. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig Input geben, und je besser diese Kommunikation funktioniert, umso besser sind unsere Ergebnisse. Das ist so das Major Learning, was ich immer feststelle. Also wenn es an der Schnittstelle zum Unternehmen, der Kommunikation hapert, werden die Ergebnisse deutlich schlechter. Und das Letzte ist die Erfahrung, die uns lehrt, hatten wir gestern, glaube ich, auch die Diskussion, dass der private Umgang mit den, ich sag's mal, Oldschool Web 2.0 Tools noch nicht automatisch impliziert, dass die Leute wissen, wie sie das in einem Unternehmenskontext relevant einsetzen können. Also diese Transformation, das ist genau der Punkt, den wir in unserer Lehre leisten müssen und den wir auch im Unternehmen leisten müssen, weil dort ist das gleiche Thema. Die Leute, die privat Facebook nutzen, haben nicht automatisch die Vorstellung, wie sie so ein Enterprise Social Network für ihre Arbeit nutzen können, so dass es ihnen Mehrwert bringt. Und in dieser Gemengelage sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und da ist im Mittelpunkt halt immer diese Use Cases, diese Einsatzszenarien, an denen wir diese Mehrwerte darstellen, wo der Christoph gestern schon was versucht hat vorzustellen. Aber das sind Themen, also ich würde Sie gerne einladen dann zum Barcamp, wo wir uns das vielleicht auch noch ein bisschen genauer angucken können, die Plattform mal vorstellen, wie das interagiert. Ja, dann sind wir soweit, glaube ich, durch. Wir haben auch schon ein bisschen unsere Fragezeit angeknabbert. also Fragen, bitte. Vielen Dank.